Aber niemals den Kopf bitte in den Nacken tun, ja? Weil es ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Weil davon könnt ihr wirklich danach spucken gehen. Weil der Magen hält nicht so viel Blut nämlich aus. Und das kann er auch überhaupt nämlich nicht verdauen. Oh nein, oh, das ist ja doof. Kannst du sie irgendwie dann telefonisch erreichen? Oder ist dein Vater da? Ist überhaupt irgendeiner da von dir? Ich komm und hol dich. Mann, das ist ja echt doof. So, wünsch mir Glück. Es startet jetzt das Pferd mit der Nummer 3. Oh, wir sind die Nummer 3. Okay, hier rum, hier rum, hier rum. Okay, gib Gas, Pferd. Okay, okay, das habe ich auch geschafft. Beim letzten Mal. Hier rum. Nein! Oh, was habe ich denn gemacht? Mensch, das war doch viel zu früh. Oh nein! Oh, bin ich blöd, ey. Oh Gott, ey, kommt, ey. Wir können die Sachen packen, ey, und gehen. Das war schon ziemlich gut. Sehen wir mal, wie das in der Gesamtauswertung aussieht. Platz 2, Knoblauchgranulat. Okay, und Henny hat sie hier mit... Mein Vater wohnt woanders, dort. Ach ja, stimmt, das war ja so. Das Beste rausgeholt. Oh, das ist ja toll, Tammy. Ja, die eine sagt toll und die andere sagt, die labert zu viel. Oh Mann, oh, das tut mir trotzdem irgendwie echt leid für dich jetzt, Kim. Weil wenn das wirklich nie nochmal aufhört oder so, das kann... Ja, sag bloß, nee, ist ja nur Nasenbluten. Nasenbluten kann auch richtig schlimm werden. Das muss euch klar sein, ne? Weil nach ein paar Minuten oder ich glaube nach einer halben Stunde oder Stunde oder so, sollte es aufhören zu bluten. Weil irgendwann ihr verliert dadurch ja Blut, ne? Musste ich deinen Bruder zum Krankenhaus fahren? Oder musst du halt ihm wirklich einen Arzt kommen lassen nach Hause? Nein, nicht tödlich. Es kann halt eben nur sehr, sehr schlimm ausgehen. Ist mir egal, wenn er 15 ist. Er hat es dir eingebockt, also soll es auch wieder ausbauen. Oh Gott, ich bin so fies eigentlich. Schön, dass du da bist. Ich mach mir doch nur Sorgen, Mensch. Okay, ach, ich hab ja... Oh ne, hier, Kartoffeln. Ich muss mal wieder Kartoffeln kaufen. Ja, dann ist ja gut. Ansonsten komm ich vorbei. Oh, Definitionsspray habe ich gar nicht mehr. Und Verband auch nicht. Gott sei Dank habe ich das noch gesehen. Okay, das haben wir alles noch. Okay. Mach ich aber. Ihr seid mir irgendwo wichtig. Das verstehe ich jetzt nicht, Tammy. Kitty, um 21 Uhr kommt ihr Hausarzt. Logisch. Hä? Was willst du mir damit sagen, Tammy? Ich habe auch keinen Hausarzt, Kim. Hallo, schön dich zu sehen. Ich gehe auch einfach dann zum Arzt, wenn es wirklich Not tut.
Manchmal tut es einfach das nicht. wir können hier nichts kaufen. Kann kein Geld ausgeben. Ja, die ältere Generation hat irgendwie immer noch Hausärzte. Ja, ein Arzt sollte dann auf alle Fälle kommen. Wenn nicht sogar, ja, ein Arzt reicht eigentlich. Also ich will ja hier nichts an große Glocke oder sonst irgendwas hin, ja? Also und euch auch natürlich keine Panik machen oder so, aber ich will das nur ein bisschen in euer Gewissen haben, ja? Ja, also manchmal gehe ich auch jetzt nur hin, wenn was Größeres oder Schwerwiegendes ist. Also ansonsten hole ich mir was aus der Apotheke, wenn es nur eine Erkältung oder eine Grippeanfall ist oder sozusagen. Da gehe ich auch nicht gleich zum Arzt. Da gehe ich zur Apotheke, hole mir einfach irgendwas raus und gut hat sich die Sache. Also... Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir Reiterleute sind da eh ein bisschen, ja, manchmal auch hart im Nehmen. Ich weiß noch, also wir haben ja diese Gitterdinger ja auf dem am Reitplatz, also diese Pendeldinger. Und da bin ich ja auch einmal so richtig schön im vollen Trab mit dem Knie voll dagegen gekommen, weil mein Pferd hat mich da voll dagegen gedrückt. Und ich kann euch sagen, ja, das hat so gezwiebelt, ey. Dass mir echt davon richtig, richtig übel geworden ist, ey. Das war so unschön. Natürlich, ich würde alle in Grund und Boden riechen. Echt? Boah, das ist ja fies. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Ich finde das mal so, weiß ich nicht. Ach Mann. Das habe ich aber meistens auch gesagt. Ich möchte jetzt nach Hause. Fertig aus. Ihr seid ja irgendwie richtig fies zu mir. Wisst ihr, ich will nur Menschenleben in dem Sinne irgendwie ja, retten und mach mir Sorgen und ihr seid so, ey. Linus. Oh, das ist ein schöner Name, Linus. Linus ist irgendwie wirklich schön. Weiß ich nicht. Der gefällt mir, der Name. Das heißt also, er ist jetzt sogar dein Cousin, Laura, hä? Musst du ihn ja auf ihn sehr gut aufpassen. Hehehehe. Macht euch doch alle lustig über mich, ey. Puh. Ja. So ist das Leben anscheinend. Das Leben ist hart und ungerecht.